Lange ist es her, dass wir das letzte Mal ein Bauvideo in Minecraft gemacht haben. Daher wird es langsam wieder Zeit, mal ein neues Cartoon-Serienhäuschen zu bauen. Und zwar dachte ich mir von der Serie The Proud Family. Wenn du die mal gesehen hast, schreib es doch mal gerne unten in die Kommentare. Bin mal gespannt, wie du diese Serie findest. Meiner Meinung nach eine sehr unterhaltsame Serie, die es verdient hat, in Minecraft verewigt zu werden. Und für unsere Sammlung ein Häuschen, was definitiv nicht fehlen darf. Besonders dieser Look dieses Häuschens gefällt mir ganz gut und sticht so ein bisschen hervor von dem, was wir schon gebaut haben. Daher würde ich sagen, zögern wir nicht lange, schnappen unsere Blöcke und dann geht's los mit dem Video. Lang, lang ist her, aber heute sind wir wieder dabei, ein neues Haus zu bauen auf dem Server. Und zwar bauen wir das Häuschen von, naja, ich hab's ja schon längst gesagt, The Proud Family. Und wir kommen ja wieder zu alten Gewohnheiten. Erstmal geht's ran, welche Blöcke brauchen wir überhaupt heute für die Folge? Gucken wir mal, was ich hier in der Hand habe. Also, wir holen uns einfach mal raus. Weißen Beton, schlampige Stufen wie Treppen, Quarzblöcke, auch nochmal den glatten Quarzblock, also da gibt's ja so einen kleinen Unterschied. Denn glatte Treppen davon und nochmal die Stufen. Dann holen wir uns abgezogenes Akazienholz und Schwarzeichenholzstufen. Für den Start ziehen wir erstmal den Grundriss von dem Häuschen. Und da würde ich mal sagen, ja, wo fangen wir am besten an? Am besten auf einer Seite. So, wir ziehen jetzt erstmal eine gerade Reihe lang von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Blöcken. So, dann gehen wir einmal so schräg zur Seite davon. Dann machen wir zwei Blöcke einmal hin. Dann geht es wieder weiter nach hinten. Das heißt, hier setzen wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 weitere Blöcke. So, jetzt biegen wir wieder einmal zur Innenseite ab. Da setzen wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Blöcke einmal ran. So, dann zwei Blöcke freilassen, einen Block hinsetzen, einen nach vorne. So, jetzt wieder schräg zur Seite davon setzen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 weitere Blöcke. So, jetzt wollen wir wieder nach vorne einmal gehen. Da setzen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 weitere Blöcke ran. So 11 Blöcke haben wir hier ziemlich oft. So, jetzt gehen wir wieder zur Seite einmal. Da setzen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke einmal ran. Zwei Blöcke freilassen, zwei hinsetzen und dann wollen wir das wieder einmal nach vorne ziehen und zwar setzen wir da 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke ran. So, einmal auf die Innenseite und wieder nach vorne, 1, 2, 3, 4, 5. So, wenn du jetzt genauso gezählt hast wie ich, müssten sich vorne die beiden treffen auf einer Ebene. Da können wir die einmal schon verbinden mit ganz normalen Quarzblöcken einmal unten. So, denn hier kommt ja später unser Garagentor hin. Bevor wir das natürlich jetzt weiterziehen, wollen wir erstmal die Hauswände hochsetzen. Das heißt, wir bleiben beim weißen Beton und ich würde sagen, fangen wir mit der Garage an. Ja, ne? So, die Garage machen wir erstmal 5 Blöcke hoch. Einen haben wir schon, also 1, 2, 3, 4, 5. So, dann ziehen wir das hier vordere einfach auch auf 5 Blöcke hoch. Den ersten lassen wir so, danach setzen wir die nächste Reihe rauf und dann lassen wir 2 vorne so und hinten nochmal hochziehen. Wenn man die eine Seite erst hat, kann man sie auf der anderen Seite da einfach mal ja, ein bisschen abgucken. So, erstmal auf 5 Blöcke einmal hochziehen, dann von denen einen lassen, hier eine Reihe rauf, vorne 2 lassen und hinten 2 rauf. Alle weiteren Blöcke hier von unserem Grundriss, die wollen wir natürlich auch noch hochziehen, aber die wollen wir an sich auf insgesamt 7 Blöcke hochsetzen. So, da können wir mal zählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also genauso hoch, wie, sag ich mal, hier am Ende unsere Garage geworden ist. Einmal kurz aufgepasst, hier hinten bei die Ecke, die, sag ich mal, so ein bisschen heraussteht, die machen wir, sag ich mal, nicht komplett auf 7 Blöcke hoch. Nur die ersten beiden Reihen hier an den Seiten machen wir einmal. Die weiteren davor, die macht einfach nur auf 6 Blöcke hoch, halt ein weniger. Das hat damit zu tun, weil wir das hier natürlich noch mit einem extra Dach versehen werden. Und das macht sich besser oder sieht schöner aus, wenn das natürlich nicht so hoch ist. Sobald wir das erstmal haben, geht es ran, dass wir das Häuschen wieder ein bisschen höher ziehen. Wir fangen am besten vorne bei der Garage an, das ist am einfachsten. Und zwar möchte ich mir jetzt hier natürlich das nächste Stockwerk raufsetzen. Das heißt, wir setzen jetzt auf unsere 7er Reihe nochmal eine weitere Reihe von 1, 2, 3, 4, 5.
So, und diese Reihe, die ziehen wir erstmal ganz vorne beim Haus einmal lang. Da richten wir uns so ein bisschen nach. So, das machen wir erstmal nach oben. Sobald ihr da tappt, gehen wir jetzt hier an der Seite so ein bisschen entlang. Ich ziehe euch erstmal so ein bisschen die Reihe hier so lang. Obwohl, wir können hier eigentlich auch gleich das Dach weitermachen. Und zwar lassen wir an der Seite einen Block so. Dann lasst ihr einfach zwei Blöcke so. Und dann geht ihr erstmal zur Seite. Und dann machen wir einfach, ja, wie so eine Treppe kann man schon fast sagen. Dass ihr immer hier zwei Blöcke euch Platz lasst, bis es hier nach oben geht. Und dann sollte das auch perfekt aufgehen. Guck mal. Hoho, das geht perfekt auf. Ne, einlassen und dann immer hier diese zweier Treppe. Und dann kommt ihr hier perfekt auf die Höhe. Wunderbar, ey. Als ob wir das abgezählt haben. Ne. So, okay. Die Seite haben wir schon mal. Jetzt geht's auf die andere Seite. Ihr könnt jetzt einfach mal die Wand hier so gerade nach hinten ziehen. Und ihr wisst ja, was ich immer sage. Wenn ihr die eine Seite erst fertig habt, dann könnt ihr die Rückseite natürlich genauso übernehmen. Das heißt, hier lasst ihr die Reihe natürlich so, wie es ist. Dann könnt ihr hier die erste Reihe so lang ziehen. Ja, wer schlau ist, zieht natürlich hin und her gleich die Reihen. Wir lassen ja hier dann wie so eine Treppe immer zwei Reihen Platz. Und dann kommt die nächste Ebene rauf. Und das zieht ihr dann bis nach oben. Guck mal, das geht hier perfekt auf. So, zack. Sparen wir uns hier das hin und her zu ziehen. So, okay. Die Rückseite habe ich. So, die eine Seite, die können wir natürlich einmal glatt nach oben ziehen. Hier werden wir natürlich nicht das Dach so anecken lassen. Hier einfach mal schön nach oben. Wunderbar. Und jetzt fliegen wir auf die Vorderseite von unserem Haus, da wo auch die Garage ist. Und zwar will ich hier auch mir nochmal das Dach machen. Gleiche Art, so wie an der Seite. Also einen Block freilassen. Dann setzt ihr hier das einmal rauf. Und dann lasst ihr immer zwei Blöcke frei. Und jetzt werdet ihr eins sehen. Und zwar der eine oder andere wird sehen. Und zwar, wenn ihr hier guckt, ne, wir haben jetzt hier eingelassen, aber an sich haben wir hier zwei. Also das Dach wird schon super aufgehen, also keine Angst. So, oben mal lassen wir dann in der Mitte nur einen. Und das übernehmen wir natürlich nochmal auf der Rückseite. So, auch hier machen wir unser Muster weiter. So, immer schön zwei an den Seiten einmal lassen. Und oben in der Mitte einen. Okay, perfekt. So, jetzt müssen wir mal schauen, wie wollen wir weitermachen. Wir fliegen mal vorne zur Garage. Hier können wir das oben einmal zuziehen, die letzte Reihe. Und ich finde das immer schöner, wenn wir die jetzt schon mal zumachen, die Garage. Und das machen wir einfach mal. Also die erste Reihe war ja, sage ich mal, die normalen Quarzblöcke. Dann nehmen wir glatten Quarzblock, dann wieder die Quarzblöcke und ganz oben machen wir die Treppen hin. So, erste Treppe, dann eine Stufe, dann wieder eine Treppe. Machen wir auf der anderen Seite auch nochmal. Ich ziehe die erst einmal durch. So. So. Wir machen hier oben so ein paar kleine Fenster rein. Also, einfach so, dass zwei umgedrehte Treppen sind. In der Mitte die Stufe. In der Mitte macht ihr einfach zwei Stufen. Hier natürlich das gleiche Muster. Dann habt ihr hier das gleiche, also den gleichen Abstand von den Fenstern. So dreimal, das sieht ganz schick aus. Können wir auch eigentlich gleich hier die Türen einmal reinmachen. Dafür nehmen wir unsere Holzstämme. Und ich würde die einfach mal so machen. Ja gut, ob du die jetzt seitlich hinlegst oder aufrecht hinpackst, ja, kannst du dir selber überlegen. Ich glaube, macht das eigentlich so einen großen Unterschied, wenn wir die aufrecht hinstellen oder seitlich hinlegen. Nicht wirklich. Naja, ist nicht so wild. So, die machen wir an sich auf eine Höhe von 5 Blöcke insgesamt. Dann habt ihr auch schon mal das Maß, wo ihr denn hier das am Ende zuziehen könnt. Auf der Rückseite werden wir das Ganze aber nicht auf 5 machen, sondern nur auf 4 Blöcke. So, können wir auch hier drüber das einmal zuziehen. Wunderbar. Okay, wenn ihr das jetzt habt, geht es jetzt ran, dass wir das Dach uns einmal raufsetzen wollen. Das Dach ist immer gleich aufgebaut. Wir fangen einfach mal an, würde ich mal sagen, mit den Stufen. Wir setzen hier vorne einmal hin, beim Übergang immer eine Treppe hin. Und auf den glatten, also jetzt hier oben sind natürlich jetzt bei der Garage, kommen jetzt meine Stufen hin. So, die lassen wir natürlich immer einmal überstehen. Bei den Stufen setzt ihr darunter immer nochmal einen weiteren Block, außer ganz vorne hier bei der Garage. Da machen wir es nicht. Das passt da einfach nicht hin. So, da ziehe ich mir hier rüber noch die Tür zur anderen Seite. Und immer schön verstärken unter den Stufen. Ich würde mal sagen, ganz vorne bei der ersten Treppe, davor setzen wir auch nochmal einfach hier die Stufe hin, dass das Dach hier doch ein bisschen stabiler ist. So, dann haben wir hier einen schönen Übergang. Das machen wir natürlich jetzt auch hier nochmal. Also, immer beim Übergang machen wir erstmal die Massenarbeit, kommen einmal unsere Treppen hin. Ja, überall, wo hier so ein Übergang ist, einmal die Treppe platzieren. Als nächstes nehmen wir natürlich jetzt unsere Stufen. Ist natürlich klar, wo wir die jetzt überall platzieren werden.
Also einmal natürlich vor der Treppe und so einmal schräg darunter. Und das machen wir jetzt immer wieder. So. Aber auch hier heißt es erstmal wieder Massenarbeit. Das Dach wollen wir damit jetzt auch erstmal fertig ziehen. Also vor den Treppen einfach die Stufen hin und unter jeder Stufe kommt eine Stufe. Wir wollen natürlich auch noch an der Seite hier das einmal machen. Also auch gleiches Spiel. Beim Übergang einfach die Treppe hin und oben wie unten kommen wir die Stufen hin. Und unter jeder Stufe kommt eine Stufe. Bei unserem Haus gibt es auch noch ein überstehendes Dach. Und das befindet sich auf der Vorderseite bei der Haustür. Da machen wir auch später noch so einen Träger hin, so eine Säule. Da machen wir es ganz einfach. Und zwar übernimmt ihr einfach so, wie ihr euer Dach habt, hier auf der Vorderseite. Und zieht das einfach hier mal hinterher. Wenn ihr das soweit überstehen lassen habt, stützen wir das jetzt noch ab. Wir nehmen wieder unser weißen Beton, fliegen mal einfach zur Seite, wo unsere Haustür ist. Neben der Haustür, bei dem zweiten Block, zählt ihr mal nach vorne. 1, 2, 3, 4. Ab dem vierten machen wir hier so eine Vierer-Säule einmal hin. Die zieht ihr dann einfach bis nach oben hin, wo es dann nicht mehr geht. Und stabilisiert damit einfach unser Dach. Auf der Vorderseite wollen wir auch noch ein bisschen was dazu bauen. Und zwar über unsere Garage einfach mal. Fliegt ihr hier oben mal an unsere Hausseite ran. Lasst mal eine Blockreihe frei. Daneben schlagt ihr mal hier zwei Stufen weg. Setzt da zwei Blöcke hin. Dann schlagen wir hier drei weitere Stufen einmal weg. Wieder eine Reihe hin. Die machen wir jetzt auf vier Blöcke insgesamt einmal hoch. Auf der anderen Seite hinterher. Und oben zwei hin. So, an der Seite. Da machen wir wieder einmal unser Dach rauf. So, wieder gleiches Format, wie wir das hier schon einmal haben. Auch hier kommen wieder einmal die Stufen hin. Und sobald das erledigt ist, geht es jetzt ran, dass wir auch unseren Häuschen die ganzen Fenster einfügen. Ja, bleiben wir gleich hier vorne. Wir nehmen jetzt einmal unsere Treppen, setzen die unten einmal hin. So, darauf einmal die Stufen hin. Und wer möchte, kann jetzt hier die Innenseite einmal nochmal freihauen. Das würde hier ein Fenster werden. Ganz oben setzt ihr einfach mal zwei umgesiedelte Treppen einmal hin. Gleich hier daneben machen wir einfach mal so ein 3x3 Fenster rein. Ich würde mal sagen, oben setzen wir nochmal eine Stufenreihe einfach hin. Und hier ganz oben schlagen wir nochmal zwei weg. Da könnt ihr auch nochmal Stufen unten wie oben einmal platzieren. Wir fliegen jetzt erstmal zu unserer Haustür. Über der Haustür schlagen wir mal vier Blöcke weg, nochmal zwei oben in der Mitte. Wir platzieren jetzt an den Seiten einfach ein paar Treppen, in der Mitte die Stufen und ganz oben setzen wir auch nochmal zwei Treppen hin. So, gleich daneben, hier an der Seite, lassen wir unten mal zwei Blöcke Platz, dann schlagen wir hier auf eine Dreierbreite das Fenster mal frei und auf eine Viererhöhe. Unten könnt ihr schon mal Stufen hinsetzen, oben setzen wir, na gut, da gibt es jetzt viele Varianten, wie man das Fenster machen kann. Wir machen das mal so, dass wir an der Seite einfach zwei Treppen hinsetzen und darunter einfach die Stufen hin. Dann biegen wir gleich einmal zur Seite ab. Wir lassen unten wieder zwei Blöcke. Und an der Seite lassen wir vier Blöcke hin. Dann schlagen wir das auch auf eine Viererlänge. Dann haben wir hier auch noch vier Blöcke. Und auf eine Dreierhöhe können wir das machen. So, unten setzen wir Stufen hin. Und oben in den Ecken setzen wir jeweils eine Stufe hin. Und dann ist das Fenster damit auch fertig. Wer möchte, kann aber auch oben das komplett so zumachen. Also, wie gesagt, da habt ihr ein bisschen Spielraum, wie ihr das machen wollt. Auf unserer Rückseite machen wir natürlich auch noch ein paar Fenster hin. Erstmal unten hinter unserer Tür. Einfach zur Seite so einen Block freilassen. Dann schlagt ihr hier mal sechs Blöcke frei. Habt ihr hier noch zwei Blöcke. Das machen wir auf eine Dreierhöhe. Und ganz oben schlagen wir nochmal vier Blöcke weg. So, ganz unten platziert ihr einmal Stufen hin. Oben könnt ihr auch nochmal einmal Stufen platzieren. Und einmal hier oben in die Ecken nochmal. Obwohl, das können wir auch so freilassen. Muss ich gerade überlegen. Ich glaube, wir machen das mal ganz anders. Wir machen das mal so. Also unten Stufen hin. Oben halt diese Viererlücke. Und da setzt ihr oben einfach die Stufen hin. Das Fenster machen wir auch nochmal auf der oberen Höhe. Hier lasst ihr einfach an der Seite zwei Blöcke frei. Dann schlagt ihr hier wieder sechs Blöcke einmal weg. Das machen wir wieder auf eine Dreierhöhe. Und oben schlagt ihr nochmal vier Blöcke weg. So. Und den einmal Stufen hin. Oben einmal Stufen hin.
Dann können wir das also so machen. Jetzt kam ich gerade so ein bisschen durcheinander, wie ich das halt unten machen wollte, wollte ich das oben eigentlich machen. Dass ich mir jetzt hier einfach eine Stufenreihe lang ziehe und oben in der Mitte dann hier das ein bisschen höher lasse, dass das doch so eine kleine Form reinkommt. Okay, so, dann geht es wieder auf die nächste Seite. Da fangen wir unten erst einmal an. Ich lasse mir jetzt einfach zwei Blöcke frei. Dann schlage ich mir vier Blöcke rein, zwei freilassen und wieder vier weg. Und dann haben wir hier wieder zwei. Also das geht schon so ein bisschen auf. Die machen wir wieder einfach mal auf eine Dreierhöhe insgesamt. Unten einfach die Stufen hin und oben an den Seiten mache ich nur in den Ecken einmal die Stufen hin, dass ich hier wieder so eine schöne Fensterform bekomme. Hier drüber machen wir auch wieder Fenster hin. Ich lasse jetzt hier aber mal drei Blöcke Platz, schlage mir hier ein Vierer Fenster einmal rein auf der Dreierhöhe. Dann lasse ich mir fünf Blöcke Platz und auch hier wieder ein Vierer Fenster rein. Ich habe jetzt hier zwar nur zwei Blöcke auf der Seite, aber das ist nicht so schlimm, das passt. So, hier kann man auch wieder entweder die Stufen genauso im gleichen Format machen, wie ihr das unten habt. Aber ich werde hier oben mal ein bisschen was anderes nehmen, um das ein bisschen abzuheben. Das heißt, ich setze mir hier einfach die Stufen unten wie oben einmal hin. Und dann sind wir erstmal mit den Fenstern soweit fertig. Jetzt können wir natürlich noch einmal unsere Schwarzeichenstufen nehmen. Die wollte ich mir einmal über den Türen platzieren. Auf der Rückseite machen wir es natürlich auch. So, ich habe mir mal ein bisschen Verstärkung geholt von meinen Blöcken. Als nächstes holen wir mal ein bisschen Glas raus. Meine Empfehlung für dieses Haus ist einfach graues Glas. Passt zum Original der Serie. Dann holen wir uns noch Akazien, Stufen wie Treppen einmal raus. Trichter, Ketten, Laternen, Eisengitter, Quarzziegel, Blöcke und Steinblöcke. Verbauen wir erstmal unser Glas. Ich glaube, das ist sehr übersichtlich. Für was wir das nehmen wollen, natürlich für unsere Fenster einmal. Wenn wir unsere Fenster damit soweit erst einmal verkleidet haben, geht's ran an die Akazienholz Stufen wie Treppen. Und zwar benutzen wir die jetzt, um, sag ich mal, bei der Vorderseite, wo wir das Dach jetzt überstehen gelassen haben, um das hier noch ein bisschen besser zu verfeinern, so ein bisschen abzustützen. Und zwar müssen wir mal gucken, wie wir das machen wollen. Und zwar würde ich einfach mal sagen, wir lassen einfach mal vorne zwei Reihen, so wie sie sind, setzen dann hier einmal oder tauschen diese Blöcke dann einmal so ein bisschen aus. Durch die Akazien-Dinger lassen wieder zwei frei, hier und dann nur diese eine. Aber das ist nicht so schlimm, das passt ganz gut zur Serie. Jetzt können wir nicht einfach so das 1 zu 1 austauschen. Das müssen wir mal ein bisschen anpassen. Und zwar muss ich erstmal gucken, wo ist denn hier die Stufenreihe. Hier haben wir die Stufenreihe. Und bei der Stufenreihe könnt ihr da immer eine Treppe einmal reinsetzen. Und da, wo unsere Treppen sind, setzt ihr einfach eine Stufe ran. Dadurch hebt sich das Ganze so ab und sieht aus, als ob das so ein bisschen gestützt wird davon. Könnt ihr nochmal gucken. Also unter der Stufenreihe könnt ihr eine Treppe hinsetzen. Könnt ihr auch erst machen, sag ich mal, dass ihr die Treppen austauscht, weil, ne, ein freilassen, weil da ist es dann immer die andere Treppe. So, das zieht ihr euch dann so bis nach unten und lasst dann an der Seite hier die Schlammziegelstufen so wie sie sind. Weil das sieht so am besten aus. So, das machen wir hier auch nochmal. Also erstmal die Treppen setzen wir uns hier rein. Ja, macht sich einfacher, erstmal hier die Massenarbeit zu machen. So. Danach setzt ihr dann hier immer einmal die Stufe nochmal ran. Wunderbar, passt. Wenn wir das haben, setze ich mir noch eine Lichtquelle hier rein. Das kann man hier ruhig nochmal eine Stufe wegnehmen. Einen Trichter da mal ransetzen. Unter den Trichter, wo wir können, eine Kette ransetzen, an der Kette eine Laterne. Jetzt ist das hier schon mal so ein bisschen ausgeleuchtet. Wir machen auch noch vorne bei der Garage. Muss ich mal kurz gucken. So. Nochmal Eisengitter hin und auf den Eisengittern könnt ihr eine Laterne setzen. Und dann haben wir hier auch nochmal die Beleuchtung fertig. Als nächstes fragt man sich natürlich, wofür sind die Quarzziegel gedacht? Und zwar befindet sich vorm Haus. Ja, sind da so, ja. Ja, also so Grünflächen kann man sagen. Die begrenzen wir mal einfach mal mit unseren Quarzblöcken. Die ziehen wir hier einfach mal an der Seite vorne einmal so lang. Den Innenbereich könnt ihr dann einfach mit Grasblöcken ausfüllen. Das mache ich auch nochmal vor meiner Garage hier einmal. Da gehe ich drei Blöcke nach vorne, zwei zur Seite und ziehe mir das dann hier vorne bis zur Ecke einmal hin. Auch hier nochmal Grasblöcke rein. Und auf der anderen Seite auch nochmal drei nach vorne, zwei zur Seite. Und dann machen wir das mal so, dass es hier noch so drei Blöcke nach hinten geht. Und Grasblöcke einmal rein. Die Steinblöcke benutze ich jetzt einfach mal bei meiner Haustür vorne, mir hier einfach das noch so ein bisschen lang zu ziehen.
Ihr könnt euch das natürlich jetzt noch ein bisschen verfeinern, indem ihr euch dann hier noch so einen Weg macht, noch mit Stufen macht oder auch vor der Garage hier auch nochmal den Boden austauscht. Zu guter Letzt wollen wir natürlich noch beim Haus einen Schornstein basteln und dafür holen wir uns noch ein bisschen Stein raus. Wir beginnen ganz einfach hinten bei der Haustür, also hinter Tür. Einfach mal, dass wir jetzt hier einen Block freilassen und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke hinsetzen. Ihr könnt das ruhig auf eine Zweierreihe machen. Dann geht schon ran mit dem Bruchstein, den könnt ihr hier einmal so nach oben ziehen. Jetzt müsst ihr mal gucken, da wo so langsam hier das Dach losgeht, machen wir das mal ein bisschen spitzer. Einfach hier dann die Treppen hin. Dann geht es mit dem Bruchstein weiter nach oben. Das könnt ihr dann so lange hochziehen, das machen wir hier einfach auf eine Viererbreite. Bis wir zum Dach kommen. Hier schlagen wir dann ein bisschen das Dach auch einmal weg. Jetzt kann man mal gucken, wie hoch wir uns das machen wollen. Ich würde mal sagen, so ähnlich hoch, wie das Dach an sich halt ist. Ohne dabei großartig hier das Dach kaputt zu machen. So, gucken wir mal. Einer geht noch. Jawohl. So, ich möchte meinen Schornstein jetzt auf eine Dicke machen von 3. Kann auch gerne 4 machen, wenn man möchte, aber ich finde 3, das reicht eigentlich völlig. Wenn wir das soweit nach oben gezogen haben, können wir ganz oben das noch einmal abgrenzen hier mit glatten Steinstufen. Wer will, kann auch ein Lagerfeuer reinmachen. Ich mache meine Lagerfeuer meist in den Schornstein ein bisschen versetzt, da der Qualm dann auch so ein bisschen versetzt ist und nicht gleichmäßig hochgeht. Ne, da sieht man das so ein bisschen, dass der halt höher geht als der andere. Finde ich, sieht immer schicker aus, als wenn die identisch, sage ich mal, da vor sich her kochen. So, als nächstes nehmen wir noch ein bisschen diesen, den Steinziegel und tauschen hier noch so ein bisschen den Bruchstein aus. Macht das einfach willkürlich, kein Muster rein, schlagt euch da einmal ein bisschen durch. Und somit wäre das Häuschen auch fertig. Naja gut, was heißt fertig? Also meine Kiste ist jedenfalls leer, ihr seht das. Jetzt kommen da natürlich noch so ein paar Feinheiten, die man so ein bisschen noch machen kann. Gehen wir mal ein bisschen so drauf ein. Natürlich die Grünflächen könnt ihr natürlich jetzt noch mit Grünzeug bepflanzen. Oder auch so die Hauswand. So ein Gewächs, was da an der Seite so ein bisschen Land wächst. Nimmt ihr ein bisschen Zaun, das sieht auch ganz schick aus. Ihr könnt natürlich auch noch hier vorne bei diesem einen Fenster noch so ein... ist jetzt kein Balkon, ist jetzt so eine Fensterbrettablage, wo ein paar Töpfe noch draufstehen, kann man ruhig machen. Ansonsten, sag ich mal, könnt ihr natürlich hier eure Fenster verkleiden, dass man nicht reingucken kann, wenn ihr euch das nicht einrichtet, sieht immer ganz schick aus. Und bei Hauswänden, die immer kahl sind, macht da Grünzeug hin, ohne Witz, das wirkt einfach besser. Auf der Rückseite, wenn wir hier nochmal gucken, habe ich das auch gemacht, ne? Hier ist ein bisschen Grünzeug, ich habe mir natürlich noch einen Garten gemacht, hier natürlich mit so einem Weg an der Seite, wo man von vorne so lang kommt, hier ist natürlich noch ein Gartentor. Und dann haben wir natürlich den Garten an sich. Hier befindet sich der Pool mit Sprungbrett, was ich ganz schick finde. Auch der Pool hat so eine Vertiefung, ne, dass man hier auch mit die schwimmen kann. Wir haben auch einen Jacuzzi, da kann man, sag ich mal, hier diese Magmablöcke und Seelensand nehmen. Die blubbern denn, wenn ihr die unter Wasser habt. Dann haben wir hier einen richtig coolen Jacuzzi, auch in Minecraft. Wir sind wieder am Ende des Videos angelangt. Das Häuschen müsste jetzt hier bei dir so stehen wie bei mir. Natürlich der Vorgarten wie der Garten müsste noch ein bisschen dekoriert werden. Aber zum Großen und Ganzen sind wir eigentlich fertig. Ja, ich bedanke mich dann wie immer jetzt fürs Zusehen. Wünsche natürlich noch einen schönen Tag. Und dann sage ich nur eins, bleib gesund, haut's rein. Und ciao.